war damals 99, hat eine Bekannte von mir, eine Freundin von mir, hat einen Laden gehabt, einen Interieurladen, Dekorationsladen, und dort war ich selbst auch sehr guter Kunde, und ging es gerade los mit dem Online-Vertrieb und E-Commerce, und da ist die Idee entstanden zu sagen, okay, es wäre doch toll, wenn man diese Produkte auch online bekommen könnte, weil die Abdeckung insgesamt im Markt in Deutschland nicht so groß war, also man musste immer diese Läden mit der besonderen Auswahl wirklich suchen, um dann das Produkt zu bekommen. Und da habe ich mir gedacht, das wäre da ganz toll, die Möglichkeit des E-Commerce, aber auch ganz strikt auch die Möglichkeit des E-Commerce zu spielen und dann die Produkte in den Markt zu bringen. Auf einer breiteren Ebene. Also ich glaube, die Erfolgsfaktoren bei Design 3000 sind viele. Das Ganze muss stimmen. Das ganze Look and Feel, die Seite, wie sie aufgebaut ist, die Usability, Nutzerfreundlichkeit, die Produktdarstellung, die Beschreibung. Aber bestimmt ganz große Faktoren sind entdecken, inspirieren, sich überraschen lassen. Der Kunde weiß bei uns oftmals gar nicht in dem Moment, was er sucht oder was er möchte, sondern er geht bei uns rein und entdeckt Produkte. Er guckt sich um, wir haben eine sehr hohe Verweildauer, eine sehr hohe Rate an Seitenöffnungen, und daran sehen wir, der Kunde lässt sich inspirieren. Und dann kommt oftmals, und das probieren wir immer wieder zu erreichen, durch neue Produkte, besonders Lifestyle-getriebene Produkte, den Kunden mit einem Aha-Effekt abzuholen, und dann kommt sehr oft der Impulskauf. Bei uns ist das Thema Geschenke ein sehr großes, und dann kann ich mir schon vor, okay, der Beschenkte, den interessiert Kochen, dann gehe ich in den Bereich Kochen und dann gucke ich mal, was es so gibt. Ich kann dann einstellen, zu welchen Preisen, wie viel Geld möchte ich ausgeben, und dann kann er sich wirklich inspirieren lassen. Und dann sagt er, ah, das wäre doch das Passende. Und oftmals erleben wir auch in Umfragen, hinterfragen wir das, dass der Kunde überrascht ist und dann Produkte findet, wo er gar nicht wusste, dass es die auf dem Markt überhaupt gibt. Und das ist unsere Aufgabe, genau diese Produkte zu finden, die dem Kunden entsprechend schön rüberzubringen, und weil wir immer die Marke mittransportieren im Shop, dann weiß er auch, okay, das ist eine hohe Qualität. Er weiß immer, dass das Versandprozess bei uns sowieso ein Muss, dass es gut funktioniert. Darum geht es eigentlich gar nicht mehr. Das muss schon den ganzen Look and Feel sich widerspiegeln. Aber deswegen, wir haben auch durch die Marken, durch die hohe Qualität eine sehr, sehr niedrige Retourenquote. Die ist weit unter 10%. Und daher bauen wir auch eine hohe Sicherheit auch basierend auf die Strahlkraft der Marke. Also wir bauen, was den Versand angeht, Unsicherheiten abzubauen. Deswegen, dadurch, ich habe die niedrige Retourenquote angesprochen, deswegen können wir gut die lange Rückgaberecht 100 Tage anbieten, weil das findet bei uns so gut wie nicht statt. Denn es ist insgesamt das ganze Versandhygiene-Thema oder die ganzen Prozesse, dass man sagt, der Retourenschein liegt direkt bei. Weil das empfindet der Kunde als sehr positiv und als sehr einfach, aber Nutzen tut das so gut wie gar nicht. Und über diese Wege können wir es halt ganz gut spielen. Wir versenden mit DHL, wir haben alle Versandkosten, alle Bezahlmöglichkeiten sind eingebunden, bis 200 Euro auf Rechnung. Dass er dann wirklich erst die Ware bekommt, entscheidet dann, ist es richtig, und wir überweisen dann. Da haben wir auch so gut wie keine Ausfälle. Der Kunde, wie ich immer so schön sage, wegen der Pfeffermühle betrügt er nicht.